Der heutige Erfolg des Voestalpine-Konzerns hat viele Gründe. Ein Grund dafür ist, dass wir die Fähigkeit haben, aus Fehlern zu lernen. 1985 waren wir pleite, damals verstaatlicht. Unsere Vorgängergeneration hat das Heft in die Hand genommen, hat 1995 den Börsengang geschafft. Die Wiedergeburt, die Neugeburt des Unternehmens. Wir haben versucht, in der Kommunikation diesen Weg nachzuzeichnen, die Menschen von damals zu Wort kommen zu lassen, aber, und das war uns besonders wichtig, die Zukunft und die Strategie darzustellen. Wir haben das großmedial gemacht, zielgruppengerecht und auch kanalspezifisch aufbereitet. Aber am wichtigsten war für mich, dass es ein gemeinsames Projekt der Konzernkommunikation war, dass alle Bereiche, alle Kanäle, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter daran beteiligt waren und es so ein sehr erfolgreiches Konzept und Projekt wurde. Denken Sie in den Herbst 2015. Was fällt Ihnen ein? Wahrscheinlich erinnern Sie sich an Familien, oft mit kleinen Kindern, die tagelang unterwegs waren. Das Erste, das diese Menschen in Österreich gesehen haben, waren Rotkreuzfreiwillige. Klar, für uns war es der größte Einsatz unserer Geschichte, auch kommunikativ. Wir wollen mit unseren Stakeholdern aktiv in Dialog treten. Helfen lohnt sich, deshalb erzählen wir persönliche Geschichten. Über Social Media haben wir mehr als 15.000 neue Helfer gewonnen. Worte schaffen Bewusstsein. Wir hören auf, von Flüchtlingen zu sprechen. Wir sprechen über Menschen. Vor allem aber sprechen wir mit ihnen. In unserer Broschüre Angekommen, die bei der Integration hilft, stellen wir die Frage, was für ein Staat ist Österreich? Wenn das Rote Kreuz dazu beigetragen hat, dass es ein Staat ist mit einem menschlichen Antlitz, dann haben wir unser Ziel erreicht. Die medizinische Forschung macht gerade im Krebsbereich immense Fortschritte. Aber jeder, der selber schon einmal eine Krebsdiagnose erhalten hat oder wo ein Angehöriger eine Diagnose bekommen hat, weiß, dass die beste Medikation nur eine Seite der Medaille ist. Die andere Seite ist, wie wird mit mir kommuniziert, wie begegnen mir die Menschen in diesem Zusammenhang. Zum Beispiel, wie bringt mir die Ärztin die Krebsdiagnose bei oder wie geht der medizinisch-technische Assistent mit mir um, wenn ich knieschlotternd vor dem MRT bei der Kontrolluntersuchung stehe. Mit dem Okursus wollen wir innovative Projekte fördern und präsentieren, die genau das tun, nämlich Begegnung und gelingende Kommunikation in der Onkologie fördern. Wir reichen quasi einen Kommunikationspreis beim Kommunikationspreis ein, um mehr Bewusstsein für dieses Thema zu schaffen. Und jetzt muss ich aussteigen.